ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Frühstück oder nicht? Um es kurz zu machen, ist egal, solange du es richtig machst. Danke, tschüss. Stopp, so schnell geht's auch wieder nicht. Ich habe vor ein paar Tagen eine News von Dr. Ulrich Strunz gelesen, mit dem Titel Das ideale Frühstück. Das hat mich kurz nachdenken lassen. Übrigens, die News von Dr. Ulrich Strunz sind nach wie vor und immer wieder eine Fundgrube für kleine, feine Gesundheitsdiamanten. www.strunz.com kennst du sicher längst. Der Doc erzählt in diesem Artikel von einem Chirurg, der am amerikanischen Krebszentrum geforscht hat und ganz nebenbei ein bekannter Leistungssportler ist, Langstreckenschwimmer. Dieser leistungssportliche Chirurgenforscher hat sich lange Zeit mit intermittierendem Fasten beschäftigt und vertritt die These, dass es ideal sei, nur während 8 Stunden des Tages zu essen und 16 Stunden des Tages eben nicht, weil das die ideale Balance zwischen Autophagie und anaboler Stoffwechsellage sei. Das muss ich kurz erklären. Autophagie ist quasi ein temporärer Mangel an Nahrungsenergie, der dazu führt, dass der Körper beginnt, Zellschrott und Proteinreste in den Zellen zu verwerten. Und das ist sehr gesund, weil der Zellschrott dann weggeräumt wird und dem Körper keinen Schaden mehr anrichten kann. Wie eine aufgeräumte Wohnung, in der alles besser flutscht und leichter fällt als in einer zugemüllten Bude. Und eine anabole Stoffwechsellage ist quasi ein temporärer Überschuss an Nahrungsenergie, den der Körper dann nutzt, um Wachstumsprozesse anzustoßen, zum Beispiel das Wachstum von Muskeln. Ideal ist, wenn Wachstum passieren kann und trotzdem täglich aufgeräumt und durchgewischt wird. Die für den Körper ideale Balance entsteht, so der Forscher, wenn Nahrung in einem Zeitfenster von 8 Stunden am Tag aufgenommen wird und dann 16 Stunden Nahrungskarenz erfolgt, also nichts essen. Das nennt man dann intermittierendes Fasten. Täglich ein wenig fasten. Das ist übrigens gar nicht so schwer. Man isst einfach nur zwischen 12 und 20 Uhr oder zwischen 7 und 15 Uhr. Geht schon. Aber, wie ich von meiner Frau erfahren habe, nicht für jeden. Also, dieser Forscher-Chirurg-Schwimmer verzichtet aufs Frühstück. Mein erster Gedanke war, ja cool, so wie ich. Ich frühstücke auch meist nichts. Ich esse in der Regel erst, wenn Nicole und meine Tochter Nele aus der Schule kommen. Oder ich mache mir gegen eins halt irgendwas zu essen. Ich komme damit super klar. Auf Reisen frühstücke ich schon, aber zu Hause üblicherweise nicht. Für Nicole wäre das völlig undenkbar. Nicole braucht unbedingt was zum Beißen, bevor sie morgens das Haus verlässt. Und sie haut sich morgens um 7 richtig was rein. Was das ist, erkläre ich gleich noch. Ich denke also bei mir, schön und gut diese Idee von dem intermittierenden Fasten, ist aber offenbar nicht für jeden umsetzbar. Und ich lese weiter. Es stellt sich dann heraus, dass dieser forschende Arzt und Sportler außerhalb des 8 Stunden dauernden Essensfensters mit Proteinshakes arbeitet. Der nimmt, so heißt es, 4-mal am Tag einen Shake zu sich, auch schon morgens. Dann stimmt das mit dem Nix-Essen zum Frühstück also gar nicht. Naja, wie man es nimmt. Es wird gesagt, dass die gesunde Autophagie angestoßen wird über die Kalorienrestriktion. Und daran würde der Shake nicht viel ändern. Aha. Natürlich enthält ein Shake Kalorien. 4 Kilokalorien pro 1 Gramm Eiweiß, um genau zu sein. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Für den Körper zählt nämlich nicht, wie hoch der thermodynamische Brennwert einer Nahrungsquelle ist, sondern was tatsächlich mit der Nahrungsquelle im Körper geschieht. Und reines Eiweiß wird vom Körper eben nicht als Brennstoff verfeuert. Es wird als Baustoff für neue Zellen verwendet, für Muskeln, Hormone, Enzyme und für das Immunsystem. Wenn also das Eiweiß nicht als Energieträger verbrannt wird, dann unterbricht der Shake am Morgen eben auch nicht den hochgesunden Prozess der Autophagie und die Vorteile des intermittierenden Fastens bleiben erhalten. Also, Frühstück oder nicht Frühstück ist eigentlich egal, solange du es richtig machst. Und richtig heißt, entweder tatsächlich nichts essen oder eben reines Eiweiß essen. Shake anstatt Brötchen oder 2 Shakes anstatt Brötchen oder Shake so lange, bis der Hunger sich verdrückt. So entsteht die ideale Balance zwischen gesunder Autophagie und anaboler Stoffwechsellage, zum Beispiel für deinen Muskelaufbau. So heißt es in dem Artikel, was der Strunz immer so ausgräbt. Ach ja, ich bin dir noch das Frühstück von Nicole schuldig. Nicole ist klein, schlank und stark. Und sie isst zum Frühstück 4 oder 5 Eier. Jetzt im Winter eher 5. Ohne Brötchen, versteht sich. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann.